Und da heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück bei Ghost Recon. Und wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Ach hier, mein Hass-Heli ist ja wieder da. Das ist das erste, was wir gleich mal machen. Ab dafür. Diesmal richtig. Hoffe ich. Ich habe gestern, bevor ich. Also, nachdem ich. Oh, oder? Ja. Nachdem ich noch. Also, wo das Spiel noch lief und ich dann aber schon die Aufnahme beendet hatte, habe ich dann noch einen Erfahrungspunkt, den wir hatten, verteilt. Oder zwei. Und zwar einmal auf einen zusätzlichen Simultanschuss und einen auf. Obwohl, eigentlich müsste ich von oben kommen. Und einen auf. Specials. Ziel. Es gibt Feindaktivität. Stabileres Ziel. Cooles Gerät übrigens. Das heißt, wir können jetzt alle, also wir können jetzt einen Vierer simultan am Schluss machen, also halt mit mir zusammen sind es vier. Die Drohne ist oben. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ist das ein Zivilist oder was? Na, frech. Mit dem sind es fünf. Ah, mit dem dann sechs. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, wo ist denn jetzt hier der Soldat? Das ist der Lieutenant, da, der da. Oh, fuck. Falsche Taste, so, pass auf. Der Lieutenant darf nicht abhauen. Ja, Leutnant. Verstanden, unterwegs. Brauche neue Position. Roger. Ja, ja, markiert. Macht. Was euch beliebt. Alles klar, geh in Position. Mhm. Gib Zeichen. Habt ihr sie alle? Tango getötet. Okay, aufatmen. Shit, sie haben eine Leiche gefunden. Na, der Lieutenant ist ja nicht mehr da. Diesmal habe ich den Lieutenant halt identifiziert, ne? Und habe mich nicht auf diese Anzeigen verlassen. Das ist ein Treffer. Ja. Durch die geile Zaunlücke durch. Geschafft. Alle noch ganz? Das war gut, Freunde. Das war gut. So, jetzt können wir nämlich den endlich klauen. Ich flicke. Junge. Okay, ich bin drin. Ja. Fliege knapp über den Baum. Über der Baumgrenze. Ich finde die Helikoptersteuerung ist sehr angenehm. Problem ist, das Landen ist ein bisschen. Du darfst halt, wenn du zu lange Steuerung drückst, dann klatscht du voll auf. Das ist ein bisschen doof. Das ist genau wie wenn du hier zu kurz Shift drückst, dann wippt der so. Das ist auch ein bisschen behindert. Also ich habe jetzt ganz kurz Steuerung angetippt und dann gehst du halt schon relativ weit runter. Ich wollte hier nicht in die Stromleitung fliegen. Ich weiß, wir können da durchfliegen, aber ich find's doof. Finde ich gut, Medikamente. Achso, aber jetzt können wir wieder. Ach ne, wir haben keine Punkte mehr, ne? Aha. Ah, wow. Ach
nee, halt. Das ist falsch gedrückt. I. Brauchen, glaube ich, lange, um diese Menüs darzustellen, wenn ich aufnehme. Das ist ein Witz. Einfach Granatwerfer. Ja, den habe ich ja dran schon. Der ist ja nicht neu. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier so ein paar Ressourcen. Jetzt fehlen halt einfach wirklich schlicht und ergreifend die Punkte da, um die zu nutzen. So, jetzt gehe ich mal auf die Karte. Speicherte gerade, alles klar. Na, hier ist eine Ablenkungsmission. Die können wir eigentlich mal machen. Dann nehmen wir den Heli hier einfach und dann fliegen wir dahin. Das geht. Ganz easy. Midas. Wenn ich Midas lese, muss ich immer an Seiras kurz denken. Weil Midas ja da der Mittwoch ist. Also, ne? Der Mittwoch heißt Midas. Ah, hier ist ein Umstandswerk. Wie sie hier nicht noch Oberspannleitung haben. Ach, geil. Wobei ist das ja in Deutschland bei manchen Orten auch noch. Da haben sie auch eine Oberspannleitung. Die sind halt anfällig, ne? Also ich meine hier diese riesigen Dinger, die sind ja relativ notwendig. Vor allem wie hoch da die Spannung ist, nur damit da halt genug Saft ankommt auf die Entfernung, weißt du? Weil du verlierst ja durch die, ne? Kabel auf Entfernung an Wumms. Deswegen müssen die ja die Spannung hochdrehen. Dann müssen die ja auch gebettet sein, dass sie sich nicht an den Trägern entladen. Sonst würden die Kabel ja mal an jedem Träger sich im Boden einfach entladen. Das wäre ja mega behindert. Deswegen sind immer die Kondensatoren da. Da habe ich mir nie die Gedanken drüber gemacht. Weiß nicht, wieso ich mir da gerade jetzt Gedanken drüber mache, außer Kai. Ich habe mir die Dinge halt nie so angeschaut. Wir fliegen übrigens gerade ganz normal, also ich habe den Helikopter nicht beschleunigt. Das ist der normale Flug, den die Kiste hat. Alles klar. Habe ich mich kurz erschrocken. So. Übrigens sahen die Videos, also die Folgen alle beim Rendern auch vollkommen flüssig aus. Also. OBS ist halt einfach spackig momentan. Da überlege ich schon, ob ich wieder zu Dextree zurückgehe, nur um die Qualität zu wahren. Leute, der hat die ganze Textur noch nicht geladen. Das habe ich ja, ich habe vorhin gelesen, dass die Engine mega Probleme macht auf dem PC. Also, dass sie halt wirklich, krasse Probleme macht mit, gerade das, was man hier sieht, zum Beispiel, da kann Texturen hier zum Beispiel fehlt komplett der Sendemast noch, da sind eigentlich auch Gegner. Das ist wohl auf der PlayStation nicht so. Das ist wohl eine große Schwäche der Engine. Also, es liegt halt nicht an mir oder am PC, das liegt halt wirklich an dieser fucking Engine. Wir fliegen übrigens vorwärts, obwohl ich kein Gas gebe, finde ich sehr cool. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis die Scheiße aufploppt, oder was? Das ist ja ein Traum. Ich weiß ja, dass der Sendemast irgendwo steht. Deswegen muss ich hier aufpassen, dass ich nicht da reinfliege. Ja, der hat die ganze Texturen hier geladen, aber ja, der Turm ist einfach nicht da. Okay.
Und hier stehen nämlich auch noch Gegner eigentlich. Kann ich hier langlaufen? Ich kann tatsächlich sogar hier durchlaufen, obwohl der Turm da wäre. Okay, das ist ein bisschen arm. Das ist ein bisschen arm, Ubisoft. Ohne Witz. Na guck mal, jetzt ist er da. Jetzt müssen die Gegner gleich spawnen. Markieren den Hauptmann. Ja, der ist auch nicht alleine. Da ist aber noch ein dritter. Guck da. What the fuck ist das denn? Hier laufen Gegner rum. Ach, jetzt ist noch einer gespawnt. Eigentlich waren immer nur drei, aber meinetwegen auch vier. Mir ist das egal. Ich glaube, die Luft ist rein. Wir müssen es bis zur nächsten Antenne schaffen. Schnell. Ja, los. Wenn die jetzt auch nicht spawnen, dann haben wir natürlich ein Problem. Bin drin, los geht's. Mir relativ boogie, ob du schon drin bist. Die Hälfte der Zeit ist sicher schon um, also weiter. Oh shit. Alles okay. Das war so geplant. Gut gemacht. Es wird leichter für die Rebellen, wenn das Kartell ihre Stellung nicht mehr durchfunken kann. Es war voll so gegen den Stein geschmettert, Alter. Es sieht auch noch gesund aus, oder? Bisschen verbogen. Naja, gut. Aber er raucht noch nicht. Upsa. Boah, was ist denn heute los, ey? Ist ja mega laggy einfach. Was haben wir hier schönes? Langlauf für Sturmgewehr. Den haben wir doch schon. Der, wieso wird denn mir noch angezeigt? Den haben wir jetzt schon aufgesammelt. Den brauchen wir doch nicht mehr sammeln. Was haben wir hier schönes? Ach, die Super Shorty. Das ist ein Fertigkeitspunkt. Was ist denn hier unbekannter Ort? Dann fliegen wir mal hin. Irgend so eine Range bestimmt. Mit meinem Leicht Damage Teli. Oh. Wieso wird das nicht aufgeklärt? Aber Leute, das ist doch aufgeklärt. Feuer. Okay. Ah. La Casa del Mexicano. Das heißt? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich das Haus eines Mexikaners. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich stimmt das sogar noch. Würde mich nicht mehr wundern. Das hin. Campo de Football, Elia. Ach, das ist Football. Hm. Ja, ist überhaupt nicht intuitiv, was das heißen könnte. Den hole ich mir auch noch. Wo ist denn der? Oh, lol. Mit dem Wippen ist halt echt so eine Sache. Das Problem ist, wenn du so volle Suppe drauf hast, dann musst du halt früh genug loslassen, weil wenn du dann einfach Shift drückst, dann fliegst du halt einfach geradeaus weiter. Okay. Pauriquito. Pausito. Genau. Wo lande ich denn jetzt hier? Da auf den Stein. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein.
Alles klar. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Warum kippt denn der Heli so nach vorne? Ich hab's auch schon nicht geschafft, dass ich den Heli praktisch gelandet habe, aber nicht genug Schub rausgenommen hab. Und die Kiste einfach erstmal weitergeflogen ist. So komplett rin. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich möchte wieder auf die Karte und nicht immer in das Menü. Ich könnte auch die Karte einfach auswählen. Voll Bobo. Oh, fährt der hier durch? Fährt der weg oder kommt der her? Kommt her, ne? Komm, wir hören mal eins, Freunde. Okay, auf geht's. Voll Gas. Komm schon. Ja. Schön, dass er da fährt, ohne dass ich ihn sehe. Bereit? Feuer frei. Alles klar. Aber ein Ziel. Greife an. Ich hab den Laster schießen hier, voll bumm. Die sind mit ihrem fucking Auto schneller wie ich in den Heli, wenn ich hier so langsam hinterher fliege. Bereit machen. Feuer! Verstanden. Die sind mit dem Auto schneller, wie wenn ich mit dem Heli da hinterher gurke. Eskorte zerstört. Verdammt, der Kerl ist tot. Natürlich ist er tot. War es sie oder nicht? Was soll ich hier machen? Hör doch mal auf, so mal zu so wippen, ey. Das kann nicht sein. Feuer eröffnen. Alles klar. Keller. Easy. Benzin gesichert und abholbereit für die Rebellen. Das nenne ich mal einen Rundum-Service. Ja, ne? Sie oben. Wir wollen hier lang. Tango gerettet. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Alter! Junge, mach so halt nicht. Mehr erschrocken. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform ist. Guck mal, den hätte man gebraucht hier mit den Miniguns. Wunderbar. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage, ciao und bedanke mich fürs Zusehen.